Das ist die Feuerradgalaxie, auch bekannt als Messier 101. Sie hat einen Durchmesser von 170.000 Lichtjahren und beinhaltet 1 Billion Sterne. Zum Vergleich, die Milchstraße, also unsere eigene Heimatgalaxie, beinhaltet schätzungsweise zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne. Also nicht einmal die Hälfte der Feuerradgalaxie. Und sie hat noch eine weitere Besonderheit. Denn die meisten Spiralgalaxien, die wir kennen, haben im Zentrum ein supermassives schwarzes Loch. Wissenschaftler konnten allerdings keines dieser schwarzen Löcher im Zentrum der Galaxie finden, was sie bis heute vor ein Rätsel stellt. Mit meiner Amateurausrüstung werde ich heute versuchen, ein Foto von dieser Galaxie zu erstellen, was aufgrund der Entfernung von ca. 21 Millionen Lichtjahren kein leichtes Unterfangen sein wird. Und ich lade euch ein, mich bei der Reise zurück in die Vergangenheit zu begleiten. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Astrofotografie, zu einem weiteren Astrovlog. Ja, wie ihr seht, habe ich mein Teleskop schon aufgebaut und heute werde ich die Galaxie M101 fotografieren. Das ist die Pinwheel bzw. auf Deutsch Feuerradgalaxie. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen. Der Wind hier ist ziemlich stark und ich hoffe auch sehr, dass der Wind später noch ein bisschen nachlässt. Alter, der Wind! Ja, momentan ist es noch ziemlich warm, es hat 15 Grad, später soll es aber auf bis zu 3 Grad runterkühlen. Das ist auch der Grund, warum ich so warm angezogen bin. Ja, heute Nacht soll es auch komplett klar werden und da der Mond nicht zu sehen ist, ist dies natürlich perfekt für Astrofotografie. Es gibt da nur ein kleines Problem und zwar ist die Luft extrem trüb. Wenn man hier rüberblickt auf den Schwarzwald, dann kann man es gut erkennen. Woran das liegt, kann ich gar nicht genau sagen, denn die Luftfeuchtigkeit ist eigentlich gar nicht so hoch. Ich hoffe mal, dass das mein Bild nicht beeinträchtigen wird. Aber das werden wir spätestens um 21 Uhr sehen, denn dann beginnt die astronomische Nacht und ich kann endlich loslegen zu fotografieren. Während der sogenannten Galaxiesaison ist ein großes Teleskop mit viel Brennweite ein echter Bonus. Deshalb werde ich die Pinwheel-Galaxie mit meinem TS Newton fotografieren, welches eine Brennweite von 800 mm besitzt. Als Kamera kommt die ZWO AC533 MC Pro zum Einsatz. Dies ist eine gekühlte Astrokamera, deren Sensor ich später auf minus 10 Grad herunterkühlen werde. Ja, gerade ist wieder was ziemlich Lustiges passiert. Und zwar kam wieder ein Spaziergänger vorbei mit seinem Hund. Und der hat natürlich mein Teleskop gesehen. Und ihr wisst ja, wenn man sich mit dem Fotografieren, Astrofotografie und so nicht auskennt, dann sieht das natürlich immer ziemlich beeindruckend aus. Und er hat mich dann natürlich gefragt, ja, was ich hier mache und ob man was sieht. Dann habe ich gesagt, dass ich halt fotografiere. Habe es ihm ein bisschen so erklärt halt, so gut ich konnte. Und er war ziemlich beeindruckt. Also es ist mir jetzt schon zum zweiten Mal hier passiert. Hier laufen auch ziemlich viele Leute immer. Aber das Gute an dem Ort ist, dass halt ringsherum alles frei ist. Man hat keine Bäume oder irgendwas, was halt die Sicht blockiert. Also für Astrofotografie ziemlich gut. Das Einzige, was hier nicht so gut ist, ist, dass halt ringsherum so ein paar kleine Dörfer sind. Ich glaube, das ist eine Bortelklasse 4. Also ist zumindest so angegeben hier. Aber ich würde eher sagen, dass es in Richtung Bortelklasse 5 geht. Weil im Nationalpark Schwarzwald, wo ich eigentlich immer fotografiere, da ist auch eine Bortelklasse 4 angegeben. Und da ist es deutlich dunkler als hier. Also ich glaube eher, dass es hier in Richtung Bortelklasse 5 geht. Aber das ist natürlich trotzdem alles andere als schlecht. Also ich will mich nicht beklagen. Bortelklasse 4 bzw. Bortelklasse 5 ist ja, ziemlich gut für deutsche Verhältnisse. Schließlich verschwand die wärmende Frühlingssonne hinter dem Horizont.
Dies bedeutete, dass es bald dunkel genug war, um eine Montierung einzunorden. Denn da die Erde ständig rotiert, ist es wichtig, dass die Rotationsachse der Montierung so parallel wie möglich zur Rotationsachse der Erde eingestellt ist. Je genauer die Nachführung arbeitet, desto länger können die einzelnen Aufnahmen später belichtet werden. Ihr könnt die Erdrotation übrigens auch selbst ohne Teleskop beobachten. Schaut einfach zum Himmel und merkt euch einen hellen Stern oder ein Sternbild. Dann wartet ihr ein paar Stunden und ihr werdet sehen, dass der Stern oder das Sternbild sich jetzt an einem anderen Ort am Nachthimmel befinden. Das liegt allerdings nicht daran, dass sich die Sterne bewegt haben, sondern an der Rotation der Erde. So, die Montierung ist eingenordet und ich habe 4 Minuten 11 Sekunden gebraucht. Ich glaube, das ist neuer Rekord mit meinem neuen Teleskop. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Nun musste mein Teleskop nur noch auf die Feuerrad-Galaxie ausgerichtet werden. Da die Skywatcher HEQ 5 Pro eine sogenannte Go-To-Funktion besitzt, passiert dies automatisch. Hey liebe Astrofreunde, ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Das Teleskop ist jetzt auf die Pinwheel-Galaxie ausgerichtet. Und die sollte jetzt im Bildzentrum sein. Man kann sie hier jetzt auf dem Tablet auch schon ein bisschen sehen. Ich werde jetzt mal eine 120 Sekunden Belichtung starten und dann sehen wir, wie sie aussieht. So, die Belichtung läuft. Das Guiding läuft auch relativ gut. 0,71 totaler Error. Das ist eigentlich gut. Ich bin echt mal gespannt, wie das Bild rauskommt. Die Galaxie steht momentan noch ein bisschen niedrig am Horizont. Die steigt jetzt aber immer höher. Und die astronomische Nacht hat auch noch nicht begonnen. Das bedeutet, der Himmel ist noch nicht ganz dunkel. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Das sind jetzt noch, ich glaube, 20 Minuten. In 20 Minuten sollte es dunkel sein. Und dann werde ich den Autorun starten. Der Wind hat übrigens nachgelassen. Also momentan ist es komplett windstill. Ich hoffe mal, dass es so bleibt. Das wäre echt toll. So, noch 40 Sekunden. Dann sehen wir das erste Bild. 2 Minuten Belichtungszeit. Ich habe die Galaxie übrigens schon einmal fotografiert mit meinem Zenith Star. Das Bild kann ich euch mal einblenden, wenn ihr wollt. Da ist eine Fliege auf meinem Tablet. Nein! Die fliegen jetzt schon wieder rum, obwohl es noch so kalt ist. 7 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Es lädt und... Wow, da haben wir es. Da ist ein Satellit schon wieder durchs Bild geflogen. Jedes Mal, wenn ich euch ein Bild zeige, fliegt ein Satellit durch. Aber es sieht schon hammermäßig aus. Also man sieht die Galaxie auf jeden Fall richtig gut schon. Da sieht man auch die Spiralarme. Also das ist eine Galaxie, da hat man von oben so eine perfekte Draufsicht quasi. Und deswegen sieht man wirklich richtig schön die Spiralarme. Genau. Also sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. So lasse ich es laufen, Leute. Die Sterne sind auch schön rund. Muss mal den Fokus nochmal kontrollieren, weil es war ja jetzt richtig warm tagsüber und jetzt nachts wird es ziemlich kalt. Deswegen kann es natürlich sein, dass sich der Fokus ein bisschen verstellt. Aber ja, das heißt, ich kann es laufen lassen. Super. Und so nahm mein Teleskop die ganze Nacht über Bilder von der Feuerrad-Galaxie auf. Die Zuschauer unter euch, die meine älteren Videos gesehen haben, wissen, dass ich die Feuerrad-Galaxie schon einmal fotografiert habe. Damals noch mit meinem kleinen Refraktor, dem CineStar 61 und der Canon 800D. Dabei entstand nach anderthalb Stunden Belichtungszeit diese Aufnahme. Natürlich wollte ich dieses Foto, das ich im letzten Jahr aufgenommen hatte, übertreffen. Deshalb wollte ich in dieser Nacht mindestens 4 Stunden Belichtungszeit sammeln. Am Ende wurden daraus fast 6,5 Stunden. Und es entstand eine meiner besten Aufnahmen, die ich bis dato gemacht habe. Thank you.
Und zum Schluss wieder ein riesengroßes Dankeschön an meine Patreons. Pascal, René Mo, Astro Lars, Matthias K., André Meuche, Benedikt und K. Klotzki. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich spitze. Und an alle anderen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viele klare Nächte. Euer Patrick.